Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück bei Game Nummer 2 No Tighter dagegen Fnatic. Es steht 1 zu 0 für das EU-Team mit unserem deutschen jungen Hani. Und das erste Game war schon ziemlich beeindruckend, was sie für ein Push-Lineup hingelegt haben. Auch ein Hani Nightstalker kann ausgezeichnet gut gespielt sein, obwohl er am Anfang ganz gut rausgenommen wurde. Trotzdem wollen wir nicht lange warten und uns endlich in die Ban-Phase begeben. Da sind wir drin und ich werde heute natürlich auch wieder bei diesem Game begleitet von meinem lieben Co-Caster Muffins. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, bin voll am Start. Ich möchte auch noch kurz die Gelegenheit nutzen. Ich habe mal kurz auf Giant Dota geguckt. Mausports hat gewonnen, Jo, 2-1. ich hab's auch gesehen, gegen Virtus Und Pro. besonders, wie freut mich besonders, sie haben mal wieder den Support Alex mit Alchemist ausgepackt. Und wahrscheinlich, ich gehe mal von aus, weil Bane in der Draft war und Shadow Demon nicht, war es wohl wieder so eine Tri. Und ich würde mich echt freuen, wenn sich sowas ein bisschen etabliert, weil ich finde das geil. Ja, ich find's auch cool. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es sehr gute Games waren. Ich habe auf Dota Source gerade nochmal ein bisschen nachgelesen. Es scheint eine 5 Gyrocopter seconds Black remaining. Rampage gegeben zu haben. Da war alles dabei und gute RPs. Man muss auch sagen, beeindruckend, wie gut sie spielen. Vor allem dem Fakt geschuldet, dass Arta ja sich das Handgelenk gebrochen hat und deswegen nicht mitspielen kann die nächsten Tage. Dafür erstmal einen riesigen Shoutout an dich, weil du ein krasser Typ bist, ein guter Spieler. Und Schade. ist schade, aber er wird dann wieder dabei sein. Ich hoffe, er wird bei den EMS-Finals wieder dabei sein. Das Ja, das wäre cool. Und wäre super Fnatic cool. hat jetzt Chen rausgebannt in der direkten Ja, das ist ersten Respekt, Phase. Mann. Ja, genau. An Arke und. Aber ich meine, es ist. Arke und NoTail haben beide sehr gut bewiesen, wie sie mit diesem Hero umgehen können. Deswegen ist es schon verständlich, dass er deswegen gebannt wird. Wenn ihr ihn nicht habt, wenn wir ihn nicht haben, solltet ihr ihn auch nicht haben. Und Bedrider Wisp von NoTail hat er genommen und rausgenommen. Und der zweite Ban für Fnatic war der Magnus. Und wir gucken mal, wie es jetzt der erste Ban sein wird. Das wird ja vielleicht schon ein bisschen in Richtung verraten. 10 seconds remaining. Ja, vielleicht einen Lone Druid. Oder ein Nyx, aber ich Nyx. glaube, beide Nyx wollen first Blood. wahrscheinlich diesen Lone Druid haben. Und jetzt die Frage, ob Fnatic ihn jetzt picken und dafür halt den Nyx hergeben, ja. Nyx plus X abtreten. Wahrscheinlich dann Nyx plus Nax. Ja, genau sowas. Oder eventuell auch einfach Nax Prophet. Es könnte, ist mindestens genauso böse. Ja. Da kann man sogar auf. Aber das. Ich glaube, das wissen sie selbst nur so gut, dass wenn sie jetzt sowas wie Nyx oder einfach wenn sie sich jetzt auf einen Helden festlegen, hinterlassen sie in jedem Fall zwei starke Helden für No Tide Hunter. Das heißt, sie müssen im Grunde jetzt schon zwei, Pick 2 und 3 komplett geplant haben. Jo, jo, jo. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich sehen, wenn sie dann sich mal entschließen. Ja, also ich denke, sie. Ah, Keep of the Light, okay. Und jetzt zwingen sie No Tide Hunter eigentlich schon ein bisschen zu ihren Picks. Weil sie nehmen den Kotl als erstes und NTH weiß, wenn sie jetzt nicht den PL nehmen, dann ist er für Fnatic im Pool. Dann haben wir die Keep of the Light PL-Kombo, die so unglaublich stark ist. Die wir auch gestern bei Maus schon sehen konnten, die sehr gut praktiziert haben. Das Ja, werden und auch wir. mindestens genauso gefährlich für Fnatic jetzt ist, wenn sie sich einen Lone Druid holen oder auch einen Nax. Das heißt, wenn No Tide Hunter sich den Nyx holen will, werden sie direkt von einem Nax bestraft. Außer sie nehmen jetzt. Oh, genau, diese Helden tauchen auf. Und, Ja, tatsächlich. Aber ich aber. denke, das wird halt was Gutes geben können. So, Fnatic hat jetzt eine Menge Sachen offen. Ich denke, PL Rubick oder sowas könnten sie sich jetzt halt gönnen, wenn sie wollen. Oder auch, ja doch, PL Rubick zum Beispiel. Ja, Oder ich auch einen. Shadow Demon PL. Genau, wäre auch gut. Damit hätten sie schon mal eine perfekte Tri-Lane. Allerdings wären sie dann relativ bannanfällig gegen No Tide Hunter in der zweiten Bannphase, weil sie dann 10 einfach nur seconds die remaining. Mid- und Offlaner rausnehmen müssen. Weil sie da auch dann viel rausnehmen müssen letztendlich, weil Fnatic noch so schön viel dazu nehmen kann. Ja. Panda wäre für sie cool gegen den Lone Druid Lifestealer. immer schön. Ja, Okay. Lifesteal gegen Nyx Assassin. Wie Ja, schon und gesagt, natürlich auch aber gegen halt Lone Druid. sehr anfällig im Gegensatz dazu für den Zylaber. Okay. Ja, stimmt. Wegen Entangle. Wobei man das auch umgehen kann mit sowas wie Blinding Light. Nimmt man halt da erstmal im Midgame ganz viel Wind raus, Ja. bis das MKW steht. Und Bane natürlich auch einfach ultra schön gegen den Bär. Wegen Enfeeble schon mal, um den Damage zu reducen. Oder auch einfach sleepen, dass Genau. der nicht mehr attacken kann und auch kein Pull machen kann. Es ist ja schließlich Ja, Admiral stimmt. Prilly, der ihn haben wird. Genau. Und Also, der da pullt hätten wie absolut verrückt, ja. lächerliche Attempts werden, diese Creeps in irgendwelche Richtungen abzuziehen. 5 seconds remaining. Immer wieder sehr schön zu sehen, wie viel Potenzial er aus diesem Held rausholt. Auch Potenzial, das andere, also das man gar nicht so für möglich gehalten hat, muss ich ehrlich sagen. Aber Ja. mittlerweile schon etwas bekannter und auch Radiant Team öfter Ban. praktiziert von anderen Genau. Leuten.
Ja, und der Leshrac ist jetzt hier der nächste Pick für NTH oder The Alliance. Mir wurde schon gerade gesagt im Dota-Source-Thread, ich soll sie doch bitte The Alliance nennen. Aber ich hab geantwortet, ich werde sie erst dann Alliance immer nennen, wenn sie das No Tidehunter, den Team-Tag nicht mehr als No Tidehunter haben. Wie soll Ja, man, das kann man wie ganz soll man anders sich dran sagen. gewöhnen, wenn sie es einem schwer machen, ne? Genau, aber es ist, weil das, man, jeder weiß, was gemeint ist, wenn wir von den beiden Teams reden oder den beiden Namen. Und wir müssen jetzt mal gucken, also der Bane ist ja wirklich ein sehr interessanter Pick und Puck ist jetzt sozusagen gebannt von Fnatic, was natürlich stark ist gegen Bane, Lifestealer und einige andere. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das NTH ihn nicht genommen hat. Jetzt, weil der hätte schon perfekt, die hätten damit einen sehr soliden Midlaner gehabt, der auch nicht so einfach zu countern ist. Weil ich auch schon oft gesehen habe, dass das Bane von Fnatic einfach wirklich so ein Held ist, der unglaublich gut lauert. Ich habe schon so oft einen Puck einfach von Fiendscript sehen Ja, und genau. wo einfach der Puck nicht mitgerechnet hatte und gerade eigentlich schön im Fight stand und gut reingedeift oder rausgedeift war und dann plötzlich einfach zack, mit einem Schlag muss er gesaved werden. Und Ja. eventuell ist der Stun, ist einfach kein Stun mehr verfügbar, weil ein Nyx Assassin wird seinen Stun am Ten Initiate auf jeden seconds Fall hergeben. remaining. Jo. Und dann kann es einfach zu spät sein für den. Genau, und das wird auch der Gyrocopter jetzt hier von Fnatic gebannt. Willst du kurz, warum der Warum Gyrocopter? der Ich Gyrocopter? meine, Finde Lifestealer. ich auch etwas komisch, weil sie haben selbst schon den Bane. Ja, genau. Aber also No Tidehunter hätte natürlich dann einen Helden, der sehr stark ist, auch in der Midlane, sehr gut da farmen kann. Und sehr lange und weite Stunts haben sie trotzdem auch mit sowas wie Nyx Assassin. Und dann sind Ghosts in der Mitte sehr möglich, sehr einfach möglich besonders. Weil einfach der Nyx dann, ich finde auch, das ist ein bisschen lächerlich, wie der verläuft. Du kannst aber auf den Gegner klicken und der trifft. Ja, Außer er ja. blinkt weg. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen lame, weil das ist halt ein sicherer Stun und das ist ein bisschen übertrieben, aber er hat ja schon seinen Nerf bekommen bei der Carapace. Also, ich kann es Das verstehen, sie wollten den halt raus haben, genauso wie die Luna auch, weil man kann einfach zu Sylla-Bär noch einen weiteren Carry nehmen. Ten Es seconds hält remaining. im Grunde nichts davon ab. Selbstverständlich, weil der Lone Ridge Five zwangsläufig auf seiner seconds Offlane irgendwie remaining. zu Farm kommen wird. Immer. Man Genau. kann einem anderen Hero dann diese Tri-Lane oder diesen Support von zwei Supportern auf der Tri-Lane gewähren. Und selbst wenn man den Lone Druid wirklich gut abstellen kann, kann der einfach dann anfangen, nicht Ancients, sondern die Hearts-Camps zu farmen. Und dann kommt er Genau. auch auf Level 5. Und 5 ist eigentlich so die goldene Zahl für den Entangle. Und 6 für die Tankiness. Richtig. Und alles, was sie brauchen. No Tidehunter Bans sind da schon sehr viel einfacher zu verstehen. Halt ein Prophet mit einem Nakes ist einfach Ja, Krätze. na klar. Keep of the Light mit Nakes ist mindestens genauso schlimm, denn der kann auch einfach ein Hero X Bite Back und Lifestealer Bite Back und dann springt Lifestealer in den, der geportet wird. Aber das Problem wiederum, dass sie dann an Keeper of the Lights Position gebunden sind. Ein Furion hat da einfach tausendmal mehr Möglichkeiten. Selber auch mit einer Quappe, die einfach ein unglaublich flexibler und rumspringender Held ist, die dann einfach reingehen kann und der Lifestealer poppt raus und der Burst mit von Queen of Pain und dazu dann halt einfach die Rage kann im Grunde jeden Helden umknallen. Okay, und jetzt ist Clockwork hier der vierte Pick für Fnatic, also damit haben sie wahrscheinlich auch ihren Offlaner gefunden. Was, Das ist sehr ja. interessant, weil es nicht nur ein Pick ist, sondern auch ein Pick, um den Gegner wegzupicken. Ja, Du genau. willst nicht mit einem Lifestealer einen Clockwork gegen dich Ten haben, seconds grundsätzlich, remaining. weil der einfach so viel Wind rausnimmt und so viel Möglichkeit, Five seconds Damage remaining. auszuteilen. Aber auch für einen Bane, selbst wenn der sich einen BKB holt, um sein Ulti sicher zu machen, kann Clockwork ihn immer noch wegdrücken Darkseer. oder auch immer noch wegjumpen. Ja, und Und Darkseer wir mal sehen wieder mal wieder gepickt. Darkseer, endlich mal wieder. Ja, das ist ja eine Weile her schon. Wahrscheinlich dann als Offlaner mal wieder. Ja, Wobei, doch. Naja, vielleicht auch Mitte. Mitte. Ich denke, ich werde in die Mitte stellen gegen. Ach, was gegen Storm? Storm Spirit jetzt hier gepickt. Klasse. Also, es ist einfach. Interessant. Es ist vor allem ein Line-Up, das nicht erstens nur interessant ist, weil es sowieso nicht so oft gesehen wird. Und dann dazu halt einfach actionlastig ist. Zu Ja, 100%. Zu Fnatic 100%. kann powern ohne Ende. Sie haben einen Lifestealer, der in Storm Spirit oder Clockwork springen Ja, kann. genau. Und Storm Spirit, der rebinden kann und Recalled. mit Recall in den Fight kommt. Das heißt, mit vollem Mana. Ja. Der hat ja keine Cooldowns.
Das ist ja das Dreckige. Und wenn er volles Mana hat und dazu noch einen Lifestealer mitnehmen kann, ist es einfach im Midgame ein unglaublich harter Fight für No-Tide-Hunter. Und da hat man auch kein wirkliches Mittel gegen, außer Keep of the Light am Anfang rauszufokussen. Und für das muss im Grunde Nyx gut hinbekommen. Daran sind sie ein bisschen gebunden. Anti-Mage. Oh, jetzt kommt Vielleicht der halt auch. Anti-Mage. Er ist natürlich auch Anti-Mage. geil. Vor allem, es ist interessant, dass sich Fnatic dafür entscheidet, den Storm Spirit zu nehmen, obwohl sie wissen, dass ein Nyx Assassin da ist, der mit seinem Mana Burn natürlich sehr, sehr gefährlich werden kann für einen Storm Spirit und vor allem sehr anstrengend. Und dann noch dazu noch wissen, dass der Anti-Mage im Pool ist und NTA noch keinen Carry hat. Also, das ist mutig. Was sehr schön ist an diesem Storm Spirit, er hat ein Disable, der keinen Schaden macht. Und das ist gegen Nyx einfach sehr praktisch. Karrakis wird angemacht und er zieht. Ja, genau. Macht nichts. Es läuft aus und danach kann man ihn dann komplett zerlegen. Da ist es dann egal, was danach folgt. Man muss halt nur schauen, dass er halt dazu kommt. Das ist das Entscheidende. Dass er etwa vor keinen Stun oder Mana Burn in großer Manier frisst. Aber wir werden auf jeden Fall actionreiches Spiel sehen mit Bane, Kotl, Lifestealer als Tree, Clockwork dann Offlane und Storm Spirit in der Mitte. Okay, Wir da haben schon kommt auch wieder einen Pause. gleich erstmal die Pause. Tactical Pause. Das ist ja auch was oft gesagt wird. Es ist halt, am Anfang nehmen sich die Teams immer noch die Zeit, um nochmal nachzugucken. Komm, jetzt kommt die Pause noch von Arke. Beide Teams wollten es. Ja, genau. Das ist halt, aber es ist halt auch logisch irgendwie, dass man das macht. Ja, nee, also ich glaube auch denen, dass sie ganz klar auf der Toilette sind und wie sie es halt gerade sagen. Die Schweden. Und sie haben jeweils gegenseitig gedacht, dass der andere gepaust hätte. Also Sehr so gut. instant gepaust haben. Ja, es ist ja auch meistens so. Also ich kenne das auch so. Du hast einen, der die Picks macht und die anderen Ja, chill das spielen halt doch. noch. Ja, vielleicht noch Deathlock. Die sagen Richtig. ihre Meinung, aber dafür brauchen sie ein Teamgame sein. Genau. Und da, wie schon gepinkt wird, gehen wir mal von aus, dass wir diese Marschroute sehen werden. So zumindest gehe ich mal von aus, wo wir sie halt gepinkt haben, aber wir werden sehen. Jetzt wird es interessant, weil ein bisschen, ja, oh Gott, er will Jetzt geht's das hier endlich weiter. wirklich. Guck mal, Loda ist so ein krasser Typ, der hat sogar das Anti-Mage-Set. Ja, Und es was ist für ein noch viel Anti-Mage. geiler als das Nyx-Set, ehrlich gesagt. Oh ja, das Ding-Set, aber EGM ist auch ziemlich nice, ja. Und Admiral Bulldog hat natürlich seinen Panda-Bären am Start. Jetzt haben wir einen Doppelpanda, das ist auch immer schön. Ja, genau, darauf haben wir noch gewartet. Okay, na, ich gehe mal ganz kurz durch das Line-Up hier von No-Tide-Hunter. Wir sehen, Admiral Bulldog wird sicherlich gleich Richtung Offlane gehen mit seinem Bären. Dann Arke am Leshrac. S4 spielt den Darkseer, EGM den Nyx Assassin und als letzter wird der Anti-Mage von Loda gespielt. Willst du eben Fnatic übernehmen? Ja, Fnatic ist Era, übernimmt den Lifesteal auf der Bottom Lane, in der Tree Lane. Dazu noch der Fly auf dem Kotl. Und Bane wird von Honey übernommen, unserem deutschen Spieler. Yay! Yay. Welches? Und Trixie ist auf dem Clockwork top und hat seinen Ward, den Atropos unbedingt haben wollte, jetzt geplaced Ja, auf genau. dem Clockwork. Und No Tail geht mit dem Storm Spirit in die Mitte. Und vom Kaufen her würde ich sogar sagen, ja, Bulldog ist Mitte tatsächlich. Okay. Steht da safe, wird gut leveln und kann halt auch weit out of range stehen. Das ist Bulldog in die ganz gut. Mitte. Erst Darkseer halt dann. Oder wieder Achso. Lane abandonen, Ja, tatsächlich. nee, ich denke, S4 wird in die Mitte gehen und Bulldog wird dann runtergehen. Oder halt die Lane am Anfang ein bisschen abandonen. Aber ich glaube, aber es ist, ja, er hat, mal, er hat den Bärchen auf die Reise geschickt, der jetzt instant harassed wird. Ja, Aber das ist echt die Honey wird Kunst. ihn halt sofort sleepen in jeder Sekunde. Weil sobald, okay, er weiß, dass er nicht pullen kann. Ich denke, er sollte sich jetzt auch zurückziehen. Aber ich denke, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Eigentlich ist ja S4 der klassische Midlaner für Ja, No-Tide-Hunter. aber Bulldog kann immer noch Bottom pullen und gleichzeitig Mitte farmen. Ja, gut, Also das dann stimmt. Bottom hier hin pullen für seinen Offlaner Darkseer, wie auch immer. Und dann, ja, also der ist zwar jetzt am Jungle, wie es aussieht, aber grundsätzlich muss er ja nicht anwesend sein auf der Bottom Lane, um auf die Bottom Lane zu pullen. Na klar. Das ist auch ein bisschen Next Level Gaming, ehrlich gesagt. Dass du halt auf einer Lane, auf der du gar nicht bist, durchgehend Stress machst. Na Aber er klar. macht es nicht. Also. Wenn du das Minecraft fährst. Es ist auch schwierig gegen einen Storm Spirit mit immer in einem Mantle und zwei Iron Branches zu lasteten, weil er doch einen ganz anständigen Damage hat mit 55 und eine gute Attack Animation. Und dann muss man halt auch seinen Bär dazu, weil er sollte eigentlich die Lane dominieren können, Lasted-mäßig. Mit dem Bär und seinem Main Char müsste er eigentlich Ja. ganz gut Lasted bekommen können. Und No Tail Aber sollte wird dann nicht nicht so mehr viel viel. denyen können ab dem Zeitpunkt, wo Storm Spirit dann die Bottle crawlen kann, Ja. weil dann spammt er einfach seinen Static Remnant und dagegen Genau. kann
Auch Bulldog mit seinem Bär nicht viel machen. Das ist dann Das ist einfach richtig. Last-Hit-Taktik. Genau. So, top sehen wir Trixie, versucht so ein bisschen da reinzugehen. Er hat auch Boots First, damit er sicher rauskommen Ja, kann. das ist wichtig. Cox natürlich auch sehr schön, einfach um sicherstellen zu können, dass man entkommt, weil ja, wird er brauchen auf der Tridane. Das denke ich auch. Ich habe. Ah, No-Tail. No-Tail wird halt. Ja, gut, er hat jetzt noch ein Last Hit bekommen. Das ist wichtig. Er braucht noch einen bis zu seiner Bottle. Und ich denke, ab da werden wir dann wirklich das Remnant gut spammen sehen. Weil egal wie gut er denyen kann, der Bulldog, er wird gegen den Burst Damage von Remnant nicht ankommen. Okay. Und Bottom sollte Aaron also komplett Freeform haben. Ist interessant. Er geht für einen Ring auf Basilus. Basilius. Ja, genau. Ja. Was denkst du, warum? Push. Ja. Einfach für Push. Genau, das stimmt. Ja, ich meine, von der Mana kann Also man. momentan ist noch aus, klar, aber wenn er wird ihn wahrscheinlich anmachen, wenn sein Team da ist, um halt mal Druck machen zu können, weil er ist momentan halt einfach wirklich solo, also die auch, ja, er hat die Aura jetzt auch angemacht. Er hat's wieder ausgemacht. An Okay. aus. Okay, er toggelt. Ich Er weiß nicht toggelt einfach wann. so für einen Lasten oder so. Was weiß ich. Ja, das ist ja nur für die Creeps. Also, Ja, genau. egal. Also, es erschließt die Ah, guck Gruppe mal, und Mitte. Mid Lane. Ist da vielleicht ein Pulverrad? Ja, das, aber es ist nur ein Level 1. Da trifft es trifft das Static Remnant leider nicht. Alex, schöner Bodyblock hier von Hani. Und an den letzten Last werden sie den Kill bekommen. Sehr schönes First Blood hier von Fnatic Hani, der sich mit diesem Gank und zusammen mit Fly das First Blood Gold sichert und seine Helix darauf zündet, wieder komplett full AP ist. Und Admiral Bulldog wird da ganz schön gut aus der Lane rausgeforst werden, weil No-Tail wird jetzt hier diese Last Hits bekommen. Und dann Bottle Crowd jetzt hier das erste Mal. Vielleicht gleich nochmal einen Random casten, um den Last zu bekommen. Und ein Entangle ist natürlich für Lone Druid auch noch nicht da. Der ist erst Level 3. Aber für ihn, Gott sei Dank, er hat noch den, er hat's noch ready. Er kann noch, konnte den Bär wieder direkt resummonen. Ja, das ist wichtig. Es gibt's auch immer wieder, dass halt genau das nicht geht, dass halt gewartet wird, bis der Psylla-Bär summoned und dann einfach sofort, jetzt müsste er gegoat werden. Ja, okay. Auf dem Level ist natürlich ihm auch klar, sobald er sowas macht, den zu resummonen, dann ist er potenzielles Gegenziel. Aber sie haben es ja auch so gemacht. Und unten wird es auch nochmal Ja, sehr ich habe auch knapp. gerade, aber er ist Ah. vorläufig. Er hat halt, ja doch, ich weiß, er hat das wahrscheinlich gerochen einfach, dass Hani und Fly da unterwegs waren. Ja, ist auch zu lange nicht mehr auf der Map gewesen. Trixie ist Level 4. Ja, Guck dir das mal an. ist gut. Er ist immer in. Oh, Die meinen. Loda. Er wartet darauf, dass die Cox kommen. Er versucht da einen Bodyblock hinzulegen, aber jetzt, ja gut. Alles in Ordnung. Haut nochmal einen Mana-Break durch. Aber es war eigentlich eine gute Idee von Loda, dass er da reinblinkt, ihn so lange Bodyblock gibt, dass er in den Cox gefangen wird, falls er sie castet. Und falls der Block gut genug wäre, wäre Arke mit einem Stun rangekommen und dann wäre er gestorben. Aber da er das nicht ganz gut nicht optimal praktiziert hat mit diesem Block, kommt Trixie nochmal weg. Aber es ist krass, dass der Level 4 gefarmt hat. Also ich weiß gar nicht, wie das Ja, passiert es ist. liegt daran, dass und wo haben wir den Nyx? Ich brauche einen Ja, Namen. EGM. EGM haben einfach wirklich viel gejungle farmt und die Lane dann einfach so Clock gegen Anti-Mage so stehen lassen. Die haben nicht großartig da Druck auf den Clock gemacht und der hatte dann einfach jederzeit die Möglichkeit in XP-Range zu stehen. Genau. Weil der Magina wollte ja auch die Creeps farmen. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass er mit Magina jetzt auf einen ganz starken Mana-Break geht. Normalerweise Aha. sieht man ja auch diesen 1-1-1 und dann Stats-Build. Ja, gut, das haben wir auch ab und zu gesehen. Aber er will einfach verhindern, dass da zu viel Action vom Clockwork ausgehen kann Ah, mit mit Lane, guck mal, Bulldog, Farmfähigkeit. ein großes Problem, kriegt er nochmal eine Illuminate Wave durch und das ist ein letzter Hit und da ist er wieder down. No-Tail hat's geschafft. Und das ist halt Level 3 Electric Vortex ist ein so langer Disable. Das ist richtig krass, wie lang der ist. Da braucht man nur einen Sleep. Da braucht man nur einen Sleep. Dann kommt er ran, castet seine Spells an, zieht ihn zu sich ran, währenddessen kann die Illuminate Wave angecastet werden und dieser Damage ist einfach enorm, der da durchkommt. Das ist richtig krass. Ja, das ist ja auch die Kombination, auf die sie wollten. Das zeigt sich dann auch in der Praxis. Gar nicht Genau. so stark, wie es ist. Und der Bulldog hat jetzt aber trotzdem wieder seinen Bär. Ja, genau. Wenn er will, kann er ihn sammeln. Aber es ist Er halt. hat aber Schiss anscheinend, sonst würde er es schon gemacht haben. Ja, aber es ist schwierig für ihn, die Situation, weil diese Roaming Supports von Fnatic sind unglaublich stark und geben einfach No-Tail den Platz auf der Map und diese Zeit zum Farmen, die er braucht. Er ist jetzt schon Level 6, also hat seinen Jump parat und kann jetzt noch besser auf Bulldog initiaten, wenn er möchte. Ja, er kann schon fast selbst machen. Ja. Also, Ja, zwar ist auch noch. das, wovor Bulldog wirklich Angst haben muss. Besonders jetzt hat Nacht angefangen, das heißt, ohne Wards hat er kaum Vision auf die Richtig. gegnerische Choke. Und er hat auch keine Wards da stehen.
Also, er ist ohne Wards und hat wirklich begrenzte Vision. Deswegen, für ihn ist jetzt alles sehr gefährlich, aber deswegen hat er auch einen Nyx hinten dran stehen. Richtig, das ist Mittlerweile. natürlich gut. Der Nyx wird, vor allem wenn er sich nicht zeigt, dann wird der Nyx halt im richtigen Moment kommen, den Impel casten und vielleicht einfach den Fight ein bisschen so turnen. Hier auch ganz schön der Kottel. Ja, okay, jetzt ist er fertig. Farmt hier seine Hat Wurz ab. Sich ein paar Easy Camps gestackt und dann ja, das ist gut. Illuminate alle schnell oh, Bane ist Invis. Hahn ist Invis und jetzt springen die drauf. Und jetzt kommt der. Kommt aber kein Nightmare. Aber schön hier den EGM genightmared, allerdings ein bisschen zu spät. Hat er jetzt dann noch rausbekommen, es hat trotzdem nicht geschadet, weil Bulldog ist wieder gefallen. 0 zu 3 für ihn. Und Storm Spirit Notehead ist 2 zu 0. Und wenn der ein schnelles Orchid bekommt, dann wird es richtig eklig für Notehead Hunter. Dann wird EGM einfach. Er wird weggefressen werden. Der ist Level 2. Der wird jetzt vielleicht mit der Wave Level 3 werden. Aber wenn man Notehead anguckt, wenn der einen Silence auf ihn casten kann und ihn einen Vortex, dann ist er definitiv tot. Und diese Das tut so weh für die, das tut so unglaublich weh, dass der Bulldog so viel Stress da in der Mitte bekommt. Der wird jetzt auch so froh sein, dass er Level 6 hat und ja, dann genau. 450 HP mehr. Ich meine, vergiss die 220 MS mehr. Wenn du eh nicht bis zu deinem Tower mehr überhaupt, also selbst in deinem Tower einfach kaputtgeschlagen wirst, dann spielt das keine Rolle mehr. Weil das ist dann kein Safe-Spot mehr. Und er wird froh sein, dass er jetzt wahrscheinlich etwas unanfälliger ist für Tanks. Kottl macht weiter mit seinem Farm. Okay, das ist doch wichtig. Ein Kottl mit dem frühen Mecha oder sowas in der Richtung kann einfach unglaublich stark sein. Aber man sieht einfach, wenn man nur die Items anguckt, sieht man, wie stark Fnatic auf dieses Roam, auf dieses Ganken aus ist. Sie haben auf Hani und auf Fly haben sie... Top. Haben sie... Oh, Toplane, okay. Wir sehen gerade Trixie in großem Problem. Danke für die Erinnerung. Da kommt nochmal der Lashrex dann und Diabolic Addict macht eine Menge Damage. Aber Loda wird mit seiner Ulti jetzt sogar noch den Kill bekommen. Also kein Risiko eingehen. Einfach mal schnell die Mana Void gezündet. Und wir können mal einfach jetzt... Das ist interessant. Wir waren so von der Midlane-Action abgelenkt. Einfach mal den Farm vergleichen. Der Lifestealer hat 54 Last Hits gegenüber 47 von dem Anti-Mage. Also der hat ein Stück besser gefarmt. Also, guck mal, Era hat sich hier... Alles baut ein schnelles Armlet, entscheidet sich nicht für einen... für einen Midas Rush oder sowas und auch der Anti-Mage. Keine Faceboots. Ja, keine Faceboots. Und der Anti-Mage will auch erstmal einen wahrscheinlich Battle für Rebound mit seinem Ring of Health hier und. Oh, Knothair macht allein und go. Okay, ja, geht jetzt hier auf EGM. Da habe ich aber auch, glaube ich, einen Hookshot irgendwo gehört, wenn ich das richtig gesehen habe. Und er hat mit Bullock in großen Problemen. Notail mit einem letzten Hit. Trixie ist auch nochmal mit in den Mix. Ja, da war der Hookshot von ihm und Notail hat den Kill bekommen. Das war ein super schwerer Hookshot. Der ist ganz knapp gewesen und der hat aber gut gesessen. Storm Spirit hat alleine den Go halt erstmal initiated mit einfach reinrollen und dann ziehen und von da es war natürlich viel Zeit für den Clockwork, aber es war trotzdem schwer. Und mit dem ganzen Burst, das ist dann schon wieder egal, ne? Wenn die Gegner erstmal hochgelevelt sind, dann sind selbst 1000 HP einfach machbar. Genau, selbst in der Ultimate-Form, der True-Form, halt echt stark. Und mittlerweile ist Bulldog einfach unglaublich gecrippelt. Ja. Wie viel Farm hat er? Ich hab seinen Bär jetzt leider nicht mehr, weil der Glass ist tot. Ja, der wird da nichts drauf haben, der wird vielleicht ein Orb of Venom haben, wenn überhaupt. Oder Boots. Also, ist halt, ich habe vorhin noch davon geredet, dass Lodrid überall Farmen bekommt, aber wenn er in die Midlane geht, dann muss er auch in der Midlane bleiben, weil niemand anders kann man dann, wenn einmal der Mid-Hero quasi bestimmt ist, kann man niemand anders dahinstellen, weil er unterfarmt ist. Und er kann auch nicht einfach in die Woods zurückgehen, weil er kann diese Midlane nicht abandonen. Ja. Und im Gegensatz halt, wenn man auf die zwei Supporter guckt, hier Akka und EGM, sie finden auch ihre Level, aber halt nicht so extrem wie Honey und Fly, die halt mit ihrem Illuminate-Spam da durchgehend die starken Camps farmen. Ja. Und wirklich hier schon Level 6 beide jetzt, glaube ich, haben mit dieser Wave. Oh, Trixie versucht hier ein bisschen die Creeps zu snipen. Ja. Das ist also, clever, clever. Also Fly und Honey haben halt viele Ganks erfolgreich praktiziert, wo man natürlich eine Menge XP und Gold mit bei rumkommt. Während Ark und EGM sich mehr aufs Farm beschränkt haben und vor allem EGM halt teilweise einfach nur in der Midlane war und darauf gewartet hat, dass irgendwie vielleicht der Initiate kommt und er helfen kann. Aber als er dann da war, sein Impel gecastet hat, wurde er schnell genightmared und dann ging es einfach weiter auf Admiral Bulldog, bis der gefallen ist. Genau. Das ist halt bittig, und sie haben halt immer noch nicht ihre eigenen Stacks, die sie mal gebaut haben, sind auch noch nicht so wirklich gefarmt, so auf Seiten von NTH. Sie haben hier einen am Rune Ward. Genau. Aber das sind halt auch Golems, dabei ist auch immer hässlich. Ja, ist schwierig zu farmen. Guck dir mal bitte jetzt ganz kurz... Jetzt gibt's den Go auf Trixie. Ah. Er hat nichts, wo er hinspringen kann, also wenn der jetzt nicht den... Powercock so gut. Oh Gott, ja, Loda. Aber er spricht jetzt hier rein, wunderbar gemacht. Da ist nämlich Notail noch dabei, er hat einen Likes in sich drin. Loda ist ein großes Problem, blickt da rein, geht da instant down. Der Lashrack gefällt auch und das gleiche gilt für den Nyx-Assassin. Was für ein Go von Fnatic.
Oh mein Gott, so Und geil. soll ich dir sagen, ich wollte es dir gerade ansprechen, du hast den Algorithmus angemacht und ich wollte sagen, guck dir mal bitte Trixies Item, No-Tails Items an. Ja, ich hab's gesehen, BOT. Ich hab mich schon gewundert, Moment mal, BOT auf den Creepen so, das kann doch Genau. nur Zorn sein, weil der halt einzig den Farm hat und plötzlich, dass der einen Ja. Leistungsleader dabei hatte. Das ist halt so Und stark. erst besonders der Clockwork, der halt so schön outplayed hatte mit dem Hookshot, der dann rausging, um sich, Ja. um und Loda, der dann komplett ins Nichts gejumpt ist mit seinem Blink und dann sogar noch hart Marathon. bestraft wurde Ja, dafür, dass er genau. halt geblinkt ist. Und direkt, da hat man natürlich keine Chance gegen einen. Ohne Blink gegen einen Lifestealer auf mit Armlet und Ja. voller Rage. Das Und ist. einem Disable von No-Tail. Ja, das war ja vollkommen unnötig sogar. Also die waren ja da gestuckt. Also. Ja, sie hat keine Chance gehabt. Es war aber Ja, einfach, keine Chance für gut ihn. gespielt von No-Tail, von Fnatic General. No-Tails Ja. alte Build auch klasse. Unglaublicher Überfall. Also Oh, guck mal, wirklich schon wieder schön geht's hier gemacht. auf Admiral Broly, der ist ein großes Problem. Era hat vielleicht mal Open Wounds parat, kommt jetzt in diesem Moment rein. Das wunderbare Search hier von S4 und er kratzt nur. Mit einem letzten Hit wird er es überleben, geht in die, switcht das nochmal und so kann er den Hit dodgen. Allerdings kriegt den No-Tail dann trotzdem, weil er irgendwie extrem viel Mana durch den Keeper of the Light bekommen hat. Und der Darkseer geht ebenfalls down und jetzt wird EGM als nächster fallen. Und da ist Clockwork holt sich den Kill ab. Oh mein Gott, No Tidehunter, es sieht echt nicht gut für euch aus. Und Era, wo ist der denn bitte noch an den Leshrac verprügeln? Unglaublich. Vier Leute schon wieder gefallen. 11 zu 1 für Fnatic. Die Goldgraf rastet aus. 5000 Vorteil für die EU-Jungs. Ja, und da machen sie gerade hier den Go. Wollen sie runter mit Smoke. Und Okay. in dem Moment, wo hier der Scout geschehen ist von Clockwork, Ja, genau. wussten sie, dass da keiner ist. Also haben sie es zumindest angenommen. Ich meine, sie sind da durchgesmoked. Ja. Nur war dann Admiral Bulldog wieder ganz alleine. Und da sie dann hier lang durch den Richtung Tower gegangen sind, war Genau. dann auch eine ganz schlechte Route, weil sie dann durch den Tower halten mussten. Und ja, okay, man geht nur dran vorbei, aber trotzdem. Reicht Zu dem halt dann. Zeitpunkt war Admiral Bulldog einfach schon tot und das war noch so schön gemacht vom Daxi und es hat trotzdem nicht gereicht. Ja, also Und. einfach war gut geplayed. War allein Oh, da geht Loda Old Bottom. Loda auf der Bottom Lane wird jetzt hier, ja, viel Script kriegt er ab und nochmal ein Electric Vortex, also der wird definitiv down gehen. Und EGM ist auch ein Großmodul, der hat nochmal einen Spike Carapace, castet er jetzt in diesem Moment, aber geht trotzdem down gegen die Auto-Attacks von den Creeps in diesem Moment. Und Era kriegt den Kill auf dem Anti-Mage. EGM geht ebenfalls down. Im Midlane sehen wir einen weiteren Go. Trixie ist da drin auf Admiral Bulldog. Electric Vortex ist da nicht parat, aber der wird trotzdem down gehen. Und sie wollen jetzt hier weiter noch auf S4, der jetzt einen Surge parat hat. In 5 Sekunden erst. Also wird er definitiv noch diesen Auto-Attacks tanken müssen. Und jetzt geht er auch noch down. Unstoppable auf No-Tail. Er steht 6 zu 0. Und Das ist so hart. ich sag dir was, das, ich sehe es. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, dass No-Titan davon noch zurückkommt. Das ist Wahnsinn. Das ist so hart. Unglaublich, wie gut sie auch spielen. Auch besonders Honey. Es steht einfach gegen Anti-Mage auf der Lane und macht einfach Ulti aus dem Ja. Nichts. Und das allererste, was nach Ulti passiert, wirklich 0,1 Sekunde danach, der Bootsaufstand. TP fängt an von Storm Spirit auf dem Creep. Ja. Keiner kann es mehr verhindern. Er kommt einfach an, das Ding hält 5 Sekunden, der TP ist nach 3,5 Sekunden durch und danach hat er halt Snakes und seinen eigenen Disable da und ja, Loda kommt nicht mehr weg, hat keinerlei Chance mehr. Selbst der das Reintp von Nyx hat nichts mehr gebracht, weil es ist ja dasselbe Tempo eines Ja. Storm Spirits und da ist ja noch die Reaktionszeit von einer Sekunde und nicht das geplante halt, dass man schon hin wollte. Ja, Und das genau. war es dann einfach, das viel zu gute Execution. So gute Absprache auf Seiten Fnatic, das ist. Ja. Ich sehe nicht, wie NTH davon oder die Alliance davon jetzt noch Genau. zurückkommt. Sie Das versuchen ist zumindest. 15-1 und auch so verdienen 15-1 durch Ja. so gutes Fighting. Jetzt machen sie nochmal Smoke und Genau. wollen Swing Around machen. So Aber an Roshan vorbei, direkt ja. auf No-Tail vielleicht sogar. Wenn sie den Disabled kriegen Oh, komm, da war mit. ein Hookshot. Wo ist der Hookshot? Hat nicht getroffen. Oh, der geht trotzdem rein auf Admiral Bulldog, der hier einiges tanken muss. Aber jetzt kommt der Follow-up von seinem Team von hinten. Bulldog geht trotzdem down. Trixie kriegt den Kill. Alle wunderschöne Kotlin Illuminate Wave klärt da einiges. EGM ist der nächste, der fällt. Und jetzt geht es noch weiter hier auf den Leshrac, der ebenfalls down geht. S4 ein großes Problem. Loda ist hier wieder im Fiendscript drin gewesen. S4 ist der Einzige, der überlegt, ist er mit Surge auch unterwegs. No-Tail versucht da noch hinterherzukommen. Ein letzter Slow kommt und dann vielleicht noch ein Jump. Ein letzter Jump. Ein letzter Hit. Und No-Tail wird down gehen. Double Kill. Kompletter Teamwipe gegen NTH. Alter, das ist nicht mehr zu retten. Es ist over. Es klingt so fies, wenn man das jetzt schon so sagt in der Aber es ist. 14. Was Minute, sollen wir aber machen? Es ist 20 zu 1. 20-1. Sie sehen kein Land mehr. Sie sehen einfach gar nichts mehr und sie sehen demnächst einen Orchid auf dem. Ja, Ja, so, okay, es so. sind zwei Oblivion Staffs im Moment nur. Am nächsten ein Orchid auf Storm Spirit noch und das braucht es gar nicht. Das ist tatsächlich ein Vladimir. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es Ein wird Vlad? tatsächlich ein Vladimir auf dem Ja. Nyx. Naja, Also live. es klingt so komisch, aber.
wenn man halt auf ein starkes Midgame geht, dann macht man sowas auch. Es hilft ja erstens, er profitiert ja davon und Era ist auch einer der Spieler, die es immer bauen. Also Era baut auf Lifestealer, sagen wir mal, in 90% der Fälle baut er ein Vladimir's Offering. Das ist ein bisschen bekannt für ihn. Das ist halt so sein eigener Playstyle bei Nykes. Das macht er immer so. Ja, also es ist sicherlich hat es seine guten Usages, definitiv, auch gerade mit dem Armlet, mit dem 25 Stärke dazu. Oh, und da wird EGM. Guckt es wieder an, der wird schon wieder verprügelt. Der Storm springt einfach von einem 1000 Meter, ich weiß gar nicht, von wo der losgesprungen ist, aber er hat sich einfach den Kill geholt. Era hat ihn jetzt Das ist ja, alles was unverwundbar ist oder Magieimmun, dagegen kann Nyx nicht viel machen. Und das kann EGM nicht machen, er kann sich dann nicht in den Tower stellen, wenn da Nakes ist. Ja. Der könnte ja, selbst wenn Nakes da nicht ist, kann er jederzeit der Storm Spirit mit Nakes drin auf ihn drauf springen. Ja, dagegen genau. Ist er vollkommen machtlos, weil der Ball Lightning ist unbesiegbar. Das heißt, er wird auch nicht gestunt. Ja. Und darum ist tatsächlich das Spawnfield mit jetzt auf der Suche mit einem Nakes drin. Aber Loda versteckt Loda sich, hat nicht. Schiss. Ja, er weiß auch nicht genau, wo der Storm jetzt gerade unterwegs ist, aber sie finden ihn wahrscheinlich nicht. No-Tail hat da nicht die richtige Route, aber hat jetzt auch nur Orchid. Das Orchid wird hart werden. Und Clockwork baut sich Richtung Aga. Hat schon ein fertiges Mecha. Ich weiß gar nicht, was Fly dann bauen will. Und ich glaube, Admiral Bulldog wird wahrscheinlich gleich wieder angegangen, wenn er da weiter so steht. Ja, dann No-Tail bekommt jetzt noch Normaler. Ja. Oder? Ne, sie pushen wohl doch eh lieber. Guckte Loda an. Loda einfach irgendwo. Und jetzt Fly paust hier nochmal. Es ist einfach, wir können. Ich wage mich gar nicht drauf zu gucken, aber ich gucke einfach nochmal auf die Graphen hier und es halt so 17 Minuten 15.000 Vorteil für. Einfach unglaublich anstrengend. Das 15.000 Vorteil für Fnatic. Dann kommt dazu noch 16.000 in der XP. Man sieht einfach, in jedem Belang sind die Fnatic-Leute überlegen. Es ist einfach immens. Der Keeper of the Light hat einen 4-Staff und der hat das gesamte Team, der hat alles gekauft. Der hat von Wards bis Smoke bis Anti-Wards, der hat anderen Heroes Sachen gepullt, der hat einfach richtigen Full-Support gegeben, hat sich trotzdem seinen 4-Staff erarbeitet. Genau das gleiche gilt für Bane, der einen Ghost-Scepter hat und jetzt noch einen Ogre Club on top, also wird auch irgendwann zu seinem PKB kommen. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel noch so lange geht. Ich weiß es nicht. Hängt nur davon ab, wie schnell Fnatic pushen will. Ja. Das werden sie wahrscheinlich wirklich, weil das haben sie nicht mehr in der Hand, dieses Spiel. Das hat Anti-Age nicht mehr. Es kann nur noch durch Throne Runde verloren werden. Ja, genau. Kotl holt sich wahrscheinlich jetzt noch mit Recall die nötigen Helden her. Ja, oder macht allein die Push. Das reicht auch. Ich meine, sie pushen hier den Tower. Dann wird Fly jetzt nochmal eine Illuminate Wave ancasten. Record jetzt hier schon den ersten Hero. Schöne Ward gesetzt, EGM ist jetzt ein Problem, aber jetzt kommt gleich jemand rein und da ist No-Tail zusammen mit Era. Überraschung, hier wird gerade ein Stormspirit reingeholt. Fly geht zwar in diesem Moment down, aber Honey hat schon wieder den S4 hier in einem Lock-Fiend-Script, hat ihn Nyx gesessen, geht down gegen den Lifestealer, hier weiter am Fighten ist. Das gleiche gilt auch noch für den Anti-Mage. Und jetzt müsste er schnell einfach die BOT anschmeißen und dann Ake. Ja, genau. Oh ja, das macht er. Und er geht da hinterher in Ake. Für ihn sieht es echt nicht gut aus. Da kommt aber. Ja, er hat gar keinen Mana mehr für ein Disable gehabt, hat aber auch Cooldown drauf. Also holt er sich mit einem letzten Stick Charges den Kill hier drauf ab. Godlike auf ihm. 9-0. 9-0 nach 18 Minuten. 25-2 steht's. GG war played gecalled von No Tidehunter nach 18 Minuten. Ja. Ah, es tut mir auch so leid für No Tidehunter. Weil. Sie hatten eigentlich ein vernünftiges Line-Up. Aber Anti-Mage ist einfach ein Held, der auch Farm braucht und selbst sein Battle Fury hat er noch nicht. Ja. Und der kriegt, wenn der so schnell einfach down gehalten wird, das gesamte Team, auch Syllabier, ihm nicht helfen kann, weil der halt komplett down gehalten wurde, dann ist halt nichts zu tun, weil Anti-Mage braucht den Farm und Syllabier braucht ein bisschen Freiheit im Early Game. Anti-Mage hatte Farm, aber nicht genug, nicht lang genug, das ist so der Punkt. Und dann rollen sie einfach. Ja, und du musst doch sagen, Luda hat nicht optimal gefarmt. Also er hat sein Battle Fury nicht mal fertig bekommen, aber er hätte es, glaube ich, mit dem Freefarm, den er hatte, hätte er 13, 14 Minuten hätte er sein Battle Fury haben können. Ich glaube es auch, aber trotzdem, das war auch wirklich viel zu unterdrückt, diese Möglichkeiten zu farmen von dem unglaublichen Druck, den Fnatic da gefahren ist. Also da wird auch mal wieder bewiesen, wie unglaublich stark so Nakes-Bomben sind. Ja. Und auch wie leicht ein Nyx auch gecountert wird von solchen Helden wie Nakes, die dann nur noch Mobilität brauchen, um irgendwie ranzukommen und der Rest rollt von alleine. Und es ist ein unglaublich bitteres Game gewesen für NTH. Ja, und einfach stark gespielt von den Fnatic-Jungs, muss man auch sagen. Interessant. Ja, klar. Sie sind all-in gegangen mit diesem Storm-Spirit und dem Clockwork und sie wurden dafür belohnt und das gönne ich ihnen definitiv. Auch, ganz klar. Und es ist auch einfach gutes Gameplay gewesen, letztendlich.
Okay, Gibt, dann. war das das zweite? Das war Das war 2-0, das gell? zweite Oder Game. war das? Also Fnatic ist weiter. NoTitan, da muss ich jetzt nochmal in das Loser Bracket. Das heißt, sie werden jetzt nochmal spielen. Ich glaube, das werden wir einfach auch noch casten. Bist du noch mit dabei? Ja, ich bin noch dabei. Ich muss nur um 7:30 los. 7:30 Ja, los, das ja. kriegen wir hin, sonst hole ich mir noch irgendjemand anderes dazu oder mach's alleine zu Ende. Jedenfalls, schön, dass ihr alle dabei wart. 120 Leute auf dem Stream jetzt noch gewesen. Also doch eine anständige Zahl. Wenn es euch gefallen hat, links unten bei Twitch einfach auf Anschließen klicken oder auf Follow. Dann seht ihr, wenn mein Stream online geht, die Links zu Social Medias findet ihr auch hier unten, also bei den Sachen. Facebook.com/Fastcast, Twitter.com/Fast-Cast und bei YouTube findet ihr alle VODs bei YouTube.com/Fastcast. Sonst bleibt mir auch nur zu sagen, danke fürs Zuschauen. Invisibility. Danke dir natürlich, Muffins, fürs Co-Casten. War mir wieder eine Freude. Ja, immer gerne. Genau. Und dann werde ich jetzt mal nochmal eine Runde Werbung für ein Replay anschmeißen, wie das Regelwerk vorsieht. Und danach werde ich ein bisschen Mucke anmachen und mal gucken, wann das Game von NoTitan gegen wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, dem Gewinner von Rock's Kiss gegen TCM Gaming. Mal sehen, wann das losgeht und dann sehen wir uns in wenigen Minuten wieder. Bis dann.